Antenne Vorarlberg. Hallöle, ich bin die Sandra Tassig und ihr seht mich hier in meinem zweiten Zuhause quasi, dem Antenne Vorarlberg Studio. Hier bin ich täglich anzufinden, aber auch in der Redaktion. Meine Kollegen nennen mich kurz und knapp Sandy und apropos kurz, mit 1,54 bin ich die Kleinste im Team und deshalb muss ich mir bei der Arbeit auch ab und zu nachdenken. Wir lieben Vorarlberg, wir lieben Musik. Antenne Vorarlberg bei der Arbeit. Wann bist du geboren? Also ich bin am 7. Mai 1981. Haben die anderen eigentlich das Geburtsjahr gesagt? Wurscht. Ich stehe zu meinem Alter 1981 und bin geboren. Von Sternzeichen aus bin ich Stier, was sich auch ganz gut bemerkbar macht bei mir. Warum? Ja, weil ich ab und zu wirklich mit dem Kopf durch die Wand möchte und das dann halt auch tue. Und auch ja, von Zeit zu Zeit sehr sensibel bin. Was wolltest du als Kind von Beruf werden? Sängerin? Keine Ahnung, also ich habe mir wirklich nicht viel Gedanken drüber gemacht, aber ich wollte eigentlich schon immer wieder mal was mit dem Rampenlicht machen. In welche Richtung das dann gehen sollte? Keine Ahnung. Kannst du denn singen? Unter der Dusche mache ich das halt so für mich oder beim Autofahren, wenn mir keiner zuhört. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es können ist. Na. Mach mal. Wir sind ja unter uns. Nee, da müsstet ihr mir viel mehr zahlen. Was war dein erster Lieblingssong? Oh, das ist einfach, das war Step by Step von den New Kids on the Block. Da war ich so verliebt. Mit 11 Jahren habe ich schon sämtliche Hochzeitspläne geschmiedet. Egal welcher der Jungs mich damals gefragt hätte, ich hätte ja gesagt. Antenne Vorarlberg.